Hanukkah 1992, the largest intercontinental live Hanukkah celebration of its time took place over satellite. A novelty then turns out to be a lifesaver now. The Rebbe taught us to use the God-given gifts of technology for the highest purpose of all, sharing the Hanukkah light and the Torah's message to every corner of the world. As the years werden zivil von zwischen Niden und zwischen Nieden können aufstellen die Medikamente, die Maschinen, was beweist denn, was ist es ein und einzige Ried, können machen richtig in der ganzen Welt. Und sie darf nicht nehmen, keine Zeit, bis sie wird umkommen in der Welt. Aber wir müssen uns genutzt, die alle Entdeckungen, bringt Bora, Kodesh, Baruch, Elu, Liquide, Kedei, zu aufgeben, Kovid, dem Ewigsten, und nicht uns genutzt, die Entdeckung, und wir können durch Regio und durch verschiedene Maschinen, als ein Kind, ein Mädchen größer Gide, hat angezogen an einem einzigen Lichtle, an einem einzigen Ort von der Welt, hat das derselbe Rege, hat das gesehen über der ganzen Welt, was ist gekommen, ein jüdisch Kind, und hat genommen ein Licht, nicht in Angezündene, und hat gemacht von ihr eine lichtige Sache, und gemacht von einer Sache, was sie lichtig, mit der Lichtigkeit von Tere und Mitzwe ist. Und in der Zeit für die Mechaniker, was verbunden mit Lichtigkeit, macht echt lichtig. Sei Schlichus, was jeder Ried hat, aber von Tag zu Tag soll zugeben, noch mehr in seine Niedigkeit. Und sein echt, der Jeden herumnehmen soll, zugeben in seine Niedigkeit. Und zugeben in der Samen lebt man so sein, wie der Mond früher auch besser, besser mit Bachus, beleuchten den ganzen Arum. However powerful then, how much more powerful today? The Rebbe demonstrated to us the great power that innovative technology gives us, encouraging each and every one of us to shine beyond the limits of time and space, allowing every last person to affect and be affected. This is a season of light and love, and we all have just as much potential as ever to share that with each other. Despite the incredible challenges that we've been facing since last Hanukkah, I'm most excited for this Hanukkah above any other Hanukkah. We're going to utilize this opportunity and leverage the technology we have at hand to enable us to connect with so many more Jews and spread the light of Hanukkah. I want to use the power of technology to benefit my fellow people and my fellow Jews. This year, I'm excited to see the beautiful light of Hanukkah spread throughout the world and have a positive impact on everyone. And now comes Hanukkah, but I feel fully prepared to my virtual menorah lighting, my virtual Hanukkah classes with my rabbis, and virtual gatherings with my friends and family. The Rebbe's timeless message of turning challenges into much greater opportunities inspires us, even and especially throughout this unique Hanukkah, to be the candle in a world that requires light. Happy Hanukkah, everyone. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah, everyone. Let's spread the light.